Ich bin die Kathi. Und ich bin der Stefan. Und wir sind beide Fremdenführer in Wien. Und weil jetzt gerade Pride Month ist, haben wir uns überlegt, dass wir euch heute zwei Geschichten von eventuell queeren Habsburgern erzählen werden. Viel Spaß damit! Ja, wir beginnen mit einer Geschichte, die ihn hier hinter mir betrifft, beziehungsweise eigentlich seine Ehegattin. Das ist Kaiser Josef II., der älteste Sohn von Maria Theresia. Er als ältester Sohn musste natürlich eine politisch wichtige Hochzeit eingehen und er wurde mit Isabella von Bourbon-Parma verheiratet. Sie war eben aus einer Nebenlinie des französischen Königsgeschlechtes der Bourbonen, die in Italien sich etabliert hatten. Eine junge Prinzessin, hübsch, intelligent und musikalisch. Mit großem Prunk und Pomp kam sie hier im Jahr 1760 nach Wien und diese prunkvolle Hochzeit fand in diesem Gebäude dort drüben statt, in der berühmten Augustinerkirche, der Hof- und Traupfarrkirche der Habsburger. Es war ein pompöses Fest, man musste mit dieser Hochzeit nämlich über die Kriege, die damals getobt haben, hinwegtäuschen bzw. eben wieder etwas Fröhlichkeit hier in Wien einkehren lassen und im Habsburgerreich. Und es sollte eben diese bedeutende Verbindung des Thronfolgers mit einer bourbonischen Prinzessin gefeiert werden. Ja, von außen sieht die Augustinerkirche jetzt nicht wirklich wie eine Kirche aus, weil die Fassade sich verändert hat und angeglichen wurde. Aber ja, es ist die Augustinerkirche. Darin befindet sich übrigens noch etwas Wichtiges, das wir später noch besprechen werden. Interessant ist jetzt aber, dass diese Isabella von Parma eher sich mit der Schwester von Josef II. Sich zu verstehen schien. Und zwar mit Marie-Christine oder Maria Christina. Marie-Christine war die Lieblingstochter von Maria Theresia. Sie war am selben Tag wie die Kaiserin geboren, am 13. Mai. Sie war ein Jahr älter als Isabella und eben auch ein sehr musikalisch interessiertes und auch künstlerisch interessiertes Mädchen. Isabella und Marie-Christine verstanden sich wunderbar. Offensichtlich verstand sich Isabella mit ihr besser als mit ihrem eigenen Mann Josef, der Isabella wiederum abgöttisch liebte. Isabella und Marie-Christine schrieben sich zahlreiche Briefe. Die Briefe von Isabella sind noch erhalten, 200 an der Zahl sind es, und die beinhalten eben teilweise ziemliche Liebkosungen. Und deswegen hat man spekuliert, ob die beiden eine homosexuelle Beziehung zueinander hatten oder eben sonstige zärtliche Gefühle. Man kann das natürlich nicht mit Sicherheit sagen, man kann nur aus den Briefen das herauslesen oder interpretieren, was man eben interpretieren möchte. Leider haben wir eben die Antworten dieser Briefe von Marie-Christine nicht erhalten. Ich möchte hier ein bisschen was zitieren und zwar: Isabella schreibt an Marie-Christine folgende Zeilen. Allergnädigstes Fräulein, abwesend von Ihnen zu sein, ist eine Marter, die man nicht leicht übertragen kann. Keine Freude mehr, kein Vergnügen, alles wird abgeschmackt. Nicht anders ist mehr zu hoffen als Traurigkeit und Schmerzen. Die angenehmsten Sachen verlieren ihre Annehmlichkeiten. Die Musik selbst, der Trost von allen Menschen, ist nimmer genugtunlich, um die verwirrten Gedanken in der Ordnung zu bringen. Wenn man betrübt ist, kann man nichts besser finden als heilige und traurige Lesungen. Wie trostreich sind die Beschreibungen, die man darinnen findet, wie freudenreich sind die Tränen, welche sie herauspressen. Unglückseligste Leute zu sehen, erleuchtet die Schmerzen, die man empfindet. Was kann die Freude vergleichen, die man empfindet, wenn man wieder zu ihren Füßen fallen kann? Diese Gnade werde ich hoffentlich bald haben. Außerdem schreibt sie an Marie-Christine, sie sterbe aus Liebe und umarme dich zärtlichst. Oder dass sie Marie-Christines erzengliches Arschau küsse. Weiters hat sie in einem Brief geschrieben, der Mann wisse genau, dass die Frau ihm überlegen sei und unterdrücke sie aus diesem Grunde. Ja, Isabella scheint also nicht sehr glücklich als Ehefrau von Josef II. Gewesen zu sein, beziehungsweise generell hier am Wiener Hof. Ihre gute Freundin war auf jeden Fall Marie-Christine, ihre Stütze. Mehr kann man jetzt aus diesen Briefen eigentlich nicht herauslesen und jeder selbst kann jetzt für sich bestimmen, ob er eben den Gerüchten glaubt, dass das eben eine tiefere Bindung gewesen ist zwischen den zwei Frauen oder ob es einfach nur eine freundschaftliche Verbindung war. Wie ging die Geschichte nun aber weiter?
Isabella lebte leider nicht mehr sehr lange, denn 1762 gebar sie ihr erstes Kind, das bald darauf sterben sollte. Ein halbes Jahr später litt sie eine Fehlgeburt, nochmal ein halbes Jahr später wieder eine Fehlgeburt und als sie dann wieder ein halbes Jahr später, ungefähr im Jahr 1763, ihr zweites Töchterchen zur Welt brachte, verstarb sie an den Pocken und auch das junge Mädchen, das Neugeborene, verstarb sehr bald. Josef II. Blieb nun als Witwer zurück. Er war untröstlich über den Tod seiner Frau, aber da er eben noch Kinder zeugen sollte, verpflichtete ihn seine Mutter Maria Theresia dazu, ein zweites Mal zu heiraten. Er verabscheute diese Verbindung und zeugte keine weiteren Kinder mehr. Und was geschah mit Marie-Christine? Marie-Christine war die einzige von Maria Theresias Kindern, die sich selbst ihren Ehemann oder Ehepartner eben aussuchen konnte. Nach dem Tod von Isabella heiratete sie Albert von Sachsen-Teschen. Und der ist wiederum bekannt dafür, den Namen eben hier dieses Gebäudes gegeben zu haben, die berühmte Albertina. Wobei eigentlich der Name eh beide betrifft, nämlich Albertina, Albert und Christina soll das eigentlich bedeuten. Das ist eine der bedeutendsten Kunstsammlungen der Welt heute. Also einmal das Erzherzogliche Palais, es befinden sich eben die Räumlichkeiten der beiden dort drin, und die Kunstsammlung, man kann heute beides noch schauen. Eine der größten grafischen Sammlungen der Welt befindet sich dort drinnen, darunter eben auch so berühmte Zeichnungen wie der Feldhase von Albrecht Dürer. Die beiden waren Statthalter der Niederlande, mussten dann aber fliehen, als die Französische Revolution ausbrach, kamen dann hierher und bauten dieses Palais um dort drinnen zu wohnen. Bevor sie allerdings einziehen konnten, verstarb auch Marie-Christine. Ihr Ehemann, Albrecht von Sachsen-Teschen, war auch untröstlich über ihren Tod und ließ in der Augustinerkirche, die wir gerade gesehen haben, ein monumentales Grabmal für seine verstorbene Frau anfertigen vom berühmten Bildhauer Antonio Canova. Die Körper der beiden Frauen allerdings, Isabella und Marie-Christine, liegen heute in der Kapuzinergruft. Unsere zweite vorgestellte Person aus dem Hause Habsburg ist Ludwig Victor. Ludwig Victor wird als der jüngste der drei Söhne von Franz Karl und Sophie und somit auch als jüngster Bruder des Kaiser Franz Josef 1842 geboren. Wir stehen hier am Schwarzenbergplatz, ein sehr prominenter Platz der Wiener Geschichte. Über Ludwig Victors Kindheit ist eigentlich relativ wenig bekannt. Als Sechsjähriger erlebte er die Revolution 1848 mit. Angeblich hätte er auch als Kind um die Verschonung von so manchen Revolutionären gebeten. Aber diese Geschichten sind alle sehr vage und meistens Gerüchte. Wir wissen, dass es schon sehr früh dynastische Pläne für ihn gab. Sein Bruder Maximilian, der ja auch in Mexiko das Kaiseramt angestrebt hat und auch übernommen hat, hätte ihn als seinen Nachfolger bestimmen wollen. Und er hätte auch eine passende Ehefrau für ihn gefunden, nämlich die Thronerbin des brasilianischen Thrones. Nur ja, aus vielleicht schon bekannten Gründen, Maximilian, der dann von den mexikanischen Revolutionären ermordet wurde, ist aus diesen hochtrabenden Plänen dann nichts geworden. Ludwig Victor selbst blieb zeitlebens Junggeselle, also unverheiratet. Wahrscheinlich auch, weil er gar nicht am weiblichen Geschlecht interessiert war. Man spricht immer von einer homosexuellen Neigung oder von Homosexualität des Ludwig Victor. Davon wurde aber zu seiner Zeit nicht gesprochen. Das war ein Tabu. Man hat auch die Medien nicht berichten lassen. Es wurde sogar ganz strenge Zensur in Form des Kaiserhauses auf die Medien ausgeübt. Ludwig Victor hat trotzdem die klassische Erziehung der männlichen Linie der Habsburger bekommen, auch eine sehr militärische. Er wurde auch zum Infanteriegeneral befördert. Man sieht ihn auch auf manchen Aufnahmen in Uniform. Andere Zeitzeugenberichte wie der hochadeligen Nora Fugger, die auch zum Kaiserhaus relativ gute Beziehungen hatte, berichten uns aber sehr Gegensätzliches von Ludwig Victor. Sie berichtete, Ludwig Victor sei grundverschieden von seinen Brüdern, weder militärisch noch kunstverständig, schwächlich, unmännlich, geziert und von garstigem Äußeren. Kaiser Franz Josef wird aber seine schützende Hand immer über Ludwig Victor halten, denn er glaubt diesen Gerüchten nicht und wahrscheinlich auch wenn sie gestimmt hätten, wird er ihn nicht anprangern.
man spricht immer wieder von Hofgerüchten oder Hofklatsch. Das sind diese Personen, die den Hof umgeben, wie eben zum Beispiel Nora Fugger, die diesen Klatsch auch dann weiterverbreitet haben. Ludwig Victor wird natürlich auch gut abgesichert vom Kaiserhaus, sich hier am Schwarzenbergplatz ein repräsentatives Zuhause bauen lassen. Er lässt es auch von einem sehr prominenten Architekten ausfertigen, nämlich von Heinrich Ferstl. Heinrich Ferstl auch sehr bekannt als Architekt der Universität und der Votivkirche. Hier entsteht das erste Gebäude am Schwarzenbergplatz. Es ist hinter mir das Palais Ludwig Victor. Wirkt wie ein Renaissancepalast, obendrauf Figuren aus der Wiener Geschichte, ein prominent mit Sicht auf die Ringstraße und natürlich auch mit Sicht auf den Schwarzenbergplatz. Hier wird Ludwig Victor auch viele Feste geben. Heute würde man sagen Partys, die er dort geschmissen hätte. Es war auch bekannt, dass Ludwig Victor keinen Spaß ausgelassen hat. Er hat sich auch sehr gut mit der Ehefrau von Kaiser Franz Josef, anfänglich mit Elisabeth, verstanden. Ja, vielleicht waren beide in Rollen getränkt, die sie so auch gar nicht haben wollten, die für sie oftmals eine schwere Last waren. Aber das Verhältnis zu Elisabeth wird sich dann verschlechtern. Das hat aber etwas mit der Eigenart des Ludwig zu tun, mit Ludwig Victors zu tun, denn Ludwig Victor war verschrien als, wie man in Wien sagen würde, Trautschen. Also ein Klatschmaul. So hat er des Öfteren auch Geheimnisse, die ihm anvertraut worden sind, sehr persönlich weitergetratscht und weiterverbreitet. Auch darüber berichtet uns Nora Fugger. Sie meinte, seine Zunge sei scharf wie die einer Giftschlange. Angeblich hätte er sich sehr gefreut darüber, dass dann aufgrund seiner Gerüchteverbreitung weiterer Ärger entstanden sein sollte. Aber auch das ist eher im Bereich des Hofklatsches anzusehen. Ludwig Victor hat dieses Palais dann auch tatsächlich bewohnt. Aber es gab einen Moment im Leben des Ludwig Victor, wo die schützende Hand seines Bruders ein bisschen losgelassen worden ist, nämlich in den 1860er Jahren ein Skandal im sogenannten Zentralbad, im Kaiserbründelbad, wie es heute genannt wird. Ludwig Victor war dort ein gern gesehener Badegast und angeblich hätte er sich dort eine Ohrfeige eingefangen. Warum? Angeblich hätte er sich einem Offizier dort zu sehr genähert, hätte ihm anscheinend Avancen gemacht und der hat sich nicht anders zu helfen gewusst, als ihn körperlich zu attackieren. In den Medien wird dieses Ereignis beinahe komplett totgeschwiegen. Wahrscheinlich war es die Zensur, die hier stark eingewirkt hat. Trotzdem, die Gerüchteküche hat gebrodelt und Kaiser Franz Josef hat seinem Bruder nahegelegt, doch Wien zu verlassen und sich quasi nach Salzburg zurückzuziehen. Aber man spricht auch manchmal von einer Verbannung nach Salzburg. Wahrscheinlich war es aber keine totale Verbannung, denn auch nach dieser Tat ist Ludwig Victor des Öfteren wieder nach Wien zurückgekehrt und hat auch sein Palais noch benutzt. Er wurde auch in Wien zum Beispiel in verschiedene Funktionen eingesetzt, wie zum Beispiel als stellvertretender Chef des österreichisch-ungarischen Roten Kreuzes. Trotzdem hat er nach diesem Ereignis sehr viel Zeit in Salzburg verbracht, im Schloss Klessheim, das er auch ausbauen ließ. Er hat sich auch sehr förderlich für Salzburg gezeigt und dort Künstlervereine und das Künstlerhaus gesponsert. Aus Dank hat man dort noch ihm auch Plätze und Straßen benannt. Ja, auch seinen Lebensabend hat er dort verbracht, denn mit zunehmendem Alter wurde bei ihm eine psychische Krankheit diagnostiziert und so erzählt man sich, dass er die letzten Jahre in geistiger Umnachtung im Schloss Klessheim verbracht hat. Ludwig Victor war wohl eine ganz besondere Gestalt. Ein Mann, der ja, so ganz außerhalb der Norm der Habsburger Familie war. Es existieren auch Fotos, die ihn in Frauenkleidern zeigen. Etwas, das es von Kaiser Franz Josef so nicht gibt. Könnte sein, dass das vielleicht sein Interesse war, könnte aber auch sein, dass hier vielleicht seine Leidenschaft für das Theater durchgeschlagen ist, denn man hat des Öfteren Theater auch hier im Palais gespielt und vielleicht hat er sich eine Frauenrolle ausgesucht. Das weiß man nicht. Ludwig Victor jedenfalls eine der unter Anführungszeichen schillernden Figuren und bis heute noch mit manchen Gerüchten umwittertes Mitglied des Kaiserhauses.